Und willkommen zurück zu Brevage. Und ich habe es geschafft. Wie man sieht. Oh. Die standen eigentlich da oben drauf. Das ist nicht gut. Die stand auch. Oh. Und die standen da drauf. Ich glaube, ich darf da nichts draufstellen, oder? Das ist ein bisschen ungünstig. Die stehen noch richtig. Auf jeden Fall, wie man sieht. Erstens habe ich einige Kisten gebaut, damit ich Platz habe. Die muss ich aber auch noch durchsortieren. Also ich habe da erstmal einfach alles reingeballert. Natürlich hier die ganzen Bilder schon hingehangen, soweit es geht. Hier unten so ein bisschen meine Müllhalde geworden. Ja, hier liegt meine Unterhose und ja, das Gehirn und alles sowas. Und ja, hier oben Lager und naja, ein paar Dinge, die ich offensichtlich noch ändern muss. Und weil das natürlich nicht reichte, ah ja, den bewegt man da auch mal rein, habe ich hier noch 40 Dinge, die ich dann auch noch irgendwie unterbringen muss. Ich muss die wieder leer machen, weil sonst kann ich die nicht nehmen. Und dann muss ich die anders stellen. Ja, Feuerlöscher, ne? Wie sich das gehört. Sicherheit geht vor. Und damit ist alles hier. Und ich habe festgestellt, dieser Marker hier, der da so schön weiß vor sich hin leuchtet, ist auch nach jedem Laden, der wird nicht mitgespeichert, die Farbe. Der ist nach dem Laden immer weiß. Das heißt, er bleibt weiß. So einfach ist das. Ne? Auf jeden Fall habe ich alles hierher transportiert. Und habe ich jetzt irgendwas noch zu viel einstecken? Eigentlich nicht. Ich könnte mal hier noch was trinken, weil ich was trinken muss. Ja, ne? Wir haben auf jeden Fall alles. Reisetasche ist auch parat. Wie sich das gehört. Was ist denn jetzt hier wo drin? Das ist jetzt alles gar nicht so einfach. Warte mal, ich kann ja mal so machen. Nee. Hier ist noch was zu essen drin. Das ist ganz okay. Hier nicht. Lass mich raten, ich habe kein Trinken mehr, oder? Ich habe kein Trinken mehr. Habe ich denn noch Eis? Und auf was fällt denn das? Okay. Hier schon mal nicht. Ah, unter das fällt dieses Atemgelumpe. Das sollte ich mitnehmen. Ich kenne mich ja, ich brauche immer ein bisschen länger. Hier gibt es schon mal keine Ressourcen. Haben wir noch etwas Eis? Das sieht sehr nach Eis aus. So. Und dann machen wir uns etwas Eis. Hier. Nee. Hier. Schwupp. Denn ich brauche offensichtlich ein paar Getränke. Getränke gehen halt immer relativ schnell runter. Da sollte ich vielleicht immer ein bisschen mehr Nachschub. Aber ich habe natürlich auch verbraucht. Also es hat schon echt ein bisschen gedauert, hier ein paar Mal die kompletten Kilometer hin und her zu fahren. Das war schon hui. So, und dann würde ich sagen, wir nehmen mal hier unsere nächstgelegensten Dinge und gucken uns die mal an. Einfach, weil es Zeit wird, mal wieder was zu erkunden. So. Und dann fangen wir damit an, weil es am nächsten ist. Tschum, 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 tschum. Tschum, 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 tschum. Tschum, 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 tschum. So. So, der Marker war auch vorher noch nicht da. Hier bin ich nur auf den Reisen hin und her relativ nah dran vorbeigeflogen und dann tauchte er auf.
Ja, mit dem Hinweis, da könnte was Interessantes sein. Das werden wir jeden Augenblick feststellen. Aha, okay, okay. Wie komme ich da ran? Es muss da drin sein. Aha, was fliegt hier so rum? Bisschen Metall. An intact monitoring cabin. If we find some cameras that are connected to it, then we can see something useful. Aha. Interessant. Okay. Ah. So mag ich das. Okay. Locked. Das ist ein Überwachungsding. Scan. Stationsstatusbildschirm. So. Aha. Nice. Aber sonst ist hier nichts. Nö. Die Kiste kann ich nichts mitmachen. Okay. Stationsstatusbildschirm. Das ist schon ein bisschen interessant. Ist das hier? Ah, das ist die Titankugel. Aber sonst ist hier nichts. Hier ist auch. Ja, war auch offensichtlich niemand. Denn es ist niemand hier gestorben. Das sehe ich mal positiv. Würde ich behaupten. Okay. Ab aufs Gefährt. Das ist gut, da haben wir eins schon mal abgearbeitet. Das andere ist gar nicht so weit weg. Da. Nur so ein Stückchen weiter, aber ich hole mir erstmal nochmal kurz ein bisschen Luft zum Atmen. Denn Atmen ist so toll. Da drüben ist auch irgendwas. Ja, es ist so toll. Hier erstmal wieder alles zu erkunden. Das finde ich wirklich gut. Gib mal ein bisschen Gas. Wir sind an der Sauerstoffgrenze. Ich habe gar nicht geguckt nach den Sauerstoffbehälter-Dingern. Davon müsste ich ja eigentlich... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich davon noch welche habe. So. Ich würde mal ganz kurz... Wo ist es denn? Hier ist der Abroller. So, hier, Stationsstatusbildschirm. Vier Monitore zeigen in Echtzeit die aktuellen Informationen über die Station an, nämlich die verfügbare Sauerstoffmenge, ob die Elektrizität intakt sind oder ob eine Station in den nächsten 5 Minuten nicht zusammenbricht. Oh, der Bildschirm ist nützlich. Also ist es am besten, keine, was? Windelwerbung darauf zu schalten. Okay. Okay, dafür brauche ich eine Glühbirne. Titan, Glühbirne und Batterie. Das ist nicht viel. Titan, Glühbirne und Batterie. Das kann ich doch direkt machen. Titan, Glühbirne und Batterie. Titan, Glühbirne und Batterie ist hier schon mal nicht drin. Hier ist gar nichts drin. Das ist gut. Titan, Glühbirne und Batterie. Titan, Glühbirne, Batterie. Titan, noch eine Glühbirne und eine Batterie. Eine Glühbirne und eine Batterie. Eine Batterie. Und jetzt hätte ich gern noch eine Glühbirne. Danke, fein. So. Und dann können wir das erstellen und hier irgendwo hinzimmern. Okay. Da kann ich es natürlich nicht. Das gehört an die Decke. Ja, dann natürlich ins Zentrum vom Raum, ne? Bub. Okay. Energie 4. Sauerstoff 12. Verletzungsgefahr 74%. Der Verletzungsgefahr. Mhm. Okay, mehr zeigt er nicht an.
Ich denke mal, das ist hier Stationshüllen-Dingsbums. Ich tippe mal drauf, dass das mal 100 waren. Dass 100 insgesamt ist. Na, von mir aus. Sauerstoff sieht noch ganz gut aus. Energie hält sich in Grenzen. Okay. Energie werden wir also als erstes dann brauchen. Ja, von mir aus. So, ich öffne mal das hier. Da ist 60 von 80. Okay. Das behalten wir mal auf Tasche. Das behalten wir auch auf Tasche. Das behalten wir erst recht auf Tasche. Das bewegen wir da mal rein. Und das war's auch schon. Gut. Habe ich denn überhaupt noch diese Sauerstoffdinger? Die müssten da runterlaufen. Da schon mal nicht. Da. Ich nehme die einfach alle mit. So. Und jetzt, nein. Trinken wir noch einen Look. Und düsen direkt wieder los zu dem anderen Punkt. Der mich interessiert. So. Ja, da hinten. Schubbeli-wupp-dupp-da. Schubbeli-wupp-dupp-da. Schubbeli-di, schubbeli-da. Schubbeli-wupp-dupp-di-da. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das was ist. Aber könnte. Es würde passen. Es würde wirklich passen. Der Rest ist noch zu weit weg. Obwohl, es könnte auch das da vorne sein, wo ich schon mal war. Ah, hier. Okay. So, das ist ein großer Ball, oder? Das ist ein großer Ball. Der interessiert mich jetzt nicht wirklich. So, wir parken hier mal. Nehmen natürlich den Stuff mit, der hier so rumschwebt, auch wenn es nur Titan ist. Oh, haben wir hier noch Alu? Da bin ich doch Freund von. Alu hält sich gerade in Grenzen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, nehmen wir hier noch ein bisschen Titan mit und dann noch ein bisschen Titan mit und dann gucken wir uns das Ding hier mal an. Aha. Was ist das? Achso, das ist auch Titan. Ja, das ist von mir aus. Was ist hier? Sollte hier nicht mehr sein? Oder so? Ist der Marker auch jetzt schon verschwunden? Nee, da oben. Das da ist was. Aber was ist es? Oh, es ist hell und grell. Okay. Aber was kann ich damit anfangen? Es ist ein Scheinwerfer. Okay. Aber was kann ich damit machen? Ich kann damit nichts tun. Die Kabel gehen hier unten durch. Aha. Ja. Also, fehlt mir dafür ein Werkzeug oder so? Oder muss ich damit einfach mal draufhauen? Huch. Oh. Ich kann da quasi reinfliegen. Das ist ja... Ja, hab dich doch mal nicht so mit Sauerstoff. Ja, atme. Hier ist etwas. Hier ist das Fragezeichen. Das ist etwas. Ich weiß bloß nicht, was es ist. Hm. Das verwirrt mich etwas. Ich hau mal die Container kaputt. Stoff und Plastik. Und eine Heckenschere. Thank you.
Aha. Aha. Mein Dingsbums ist kaputt gegangen. Habe ich noch einen? Das ist ein Greifer. Oh, ich habe keinen Schläger mehr. Rückenkratzer. Ach ja. Ich habe keinen Schläger mehr. Das ist jetzt blöd irgendwie. Ich habe mir hier mehr versprochen. Der Marker ist sehr eindeutig. Boah, das blendet echt heftig, wenn man da reinguckt. Aber ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Ich sehe zumindest nichts, was ich scannen oder sonst irgendwas machen kann. Aber auch wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, ob es einfach nur buggy ist oder so. Ich bin mir unsicher. Aber ich kann das erstmal nur in Ruhe lassen. Das Einzige, was mir halt auffällt, ist, dass die noch an ist. Vielleicht kriege ich da irgendwann eine Blaupause für Licht. Das würde mich jetzt nicht sonderlich wundern. So, was haben wir noch? Wir haben das da, wir haben das da und wir haben das da. Das da wird, glaube ich, das nächste sein. Ah, das direkt. Na, sonst ist nichts in der Nähe. Zumindest nicht so nah wie das da. Ja. Wir nutzen den Sauerstoff voll aus. Da ich es eh nicht schaffe und eh einen Behälter nehmen muss, gehen wir direkt dahin. Ah, wir warten natürlich bis auf den letzten Moment. So. Wir sind ja effizient. Dann schauen wir mal, was wir dort haben und machen können. Ja. War das nicht die Fleischfabrik? Oder bin ich da jetzt falsch? Ich werde es markieren. Achso, ja. Looks like some storage for beef fuel pellets. They don't make these nowadays. Ja, genau das ist es. Das ist das Fleischzeug. Genau, da ist der Dude. Der passend dazu. Sprengstoffblaupause. Ja. Oh, kann ich mit dem Sprengstoff die Lampe wegfetzen und krieg irgendwas? Bin mir unsicher. This type of fuel can't be synthesized without a living synthetic cow, not even with electrical tape. Aha. Ich nehme es mit. So viel Fleisch, wie ich kriegen kann, das kann ich gerade nicht kaputt machen. Das tut mir auch schrecklich leid. A container for transporting beef. Its casing is bloated, which indicates possible damage to its contents due to bad transport conditions. I don't recommend approaching such containers because of their possible explosion. Ja, das sieht man. Er ist ja hier auch. Naja. Wer aufs Knöpfchen drückt und zu nah dran ist, hat die Arschkarte. Okay, sonst haben wir hier aber nichts, oder? Ich sehe zumindest nichts. Oh ja, die Dose Rindfleisch. Ja, damit haben wir eine Rindfleischgranate. Und hier drin haben wir einen Riesenhaufen Rindfleisch. Wow. Aber mehr ist ja auch nicht. Okay, der Marker ist auch weg, das heißt, wir haben sehr wahrscheinlich alles. Was ist das? Kann ich hiermit noch was anfangen? Sieht nicht so aus.
Nö. Nö. Okay. Da schwebt noch irgendwas. Ah, das sieht nach normalem Metall aus. Okay. Was ist das? Noch eine Dose. Ja, nehme ich. Noch eine Dose. Na, gib mir die Dose. Haben wir den Rindfleisch? Noch ein bisschen Rindfleisch? Ah ja, der ist auch geplatzt. Ja. Ist mir aufgefallen, dass mein Sauerstoff nicht mehr ganz so fresh ist. Ah, hier ist schon wieder so viel eigentlich. So. Zack. Alles wieder schick. Okay. Haben wir auch das Rindfleisch-Ding gemacht. Da drüben ist sehr viel Elektronik. Ich glaube, das kann ich nicht einfach so mit meinem Hühnchen wegbashen. Aber was ist hier unten? Das sieht nicht so weit weg aus. Das könnte ich vielleicht noch mitnehmen. Und es leuchtet auch so schön vor sich hin. Aha, aha. Schauen wir uns das mal an. Er scheint aber nicht ganz so viel zu sein. Mal sehen, ob ich da drin atmen kann oder nicht. Oh, hallo. Und das? Wasserflasche? Nehme ich. Wasserflasche. Turmband kann ich gerade nicht aufmachen. Koffer mit Rollen. Ein modischer Koffer für Langstreckenflüge. Einige Modelle verfügen sogar über eingebaute Miniaturmotoren, die einen helfen, in den Schwerelosigkeit bequemer zu reisen. Dieser Koffer wurde jedoch als gefährlich eingestuft. Eingepackt. Na, mein Freund. Wegen was hältst du dir die Augen zu? Bist du zufällig an der Explosion gestorben, die ich ausgelöst habe? Ich möchte ja nicht so viel zu sagen, ne? Nahrungspaket. Nahrungspaket. Wasser. Nahrungspaket. Honig. Hier ist ein Honigfass. Okay. Sauerstoff. Noch mehr Sauerstoff. Schön, schön. Noch mehr Honig. Und ein Honigfass. Das kann ich nicht aufbohren, oder? Nee, da brauche ich den Schaber. Habe ich gerade. Zufällig nicht. Ist aber nicht so schlimm. Honig habe ich noch so einiges. Okay. Sonst ist hier nicht sonderlich viel. Was haben wir hier noch? Metall. 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 Nochmal ein paar Kisten. Metall nehme ich auf jeden Fall mit. Aha. Hier ist auch echt noch viel. Es wird nochmal sehr spannend. Okay. Wo ist mein Fahrzeug? Das ist da oben. Ha. Komm mal her, mein Brummi. Ich weiß, vielleicht kriegt man wieder Atemwarnung. Ich möchte hier mal schauen, was hier so geht. Achso, hier ist nochmal Kabel, wovon ich eigentlich genug habe. Hier sind nochmal Bällchen. Ist hier irgendwas? Eigentlich nicht, ja? Ah, okay. So, rein mit dem Sauerstoff. Da ist das Atemding. Okay, das brauche ich aber jetzt nicht wirklich. Okay, das ist ja wieder nur so ein Übergangsding. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, außer Übergangsding. Was ist das? Das ist wahrscheinlich wertlos. Es ist Müll. Es ist ein dummer Asteroid.
den ich nicht zerhauen werde. Na gut. Huch. Ups. Das war keine Absicht. Sag ich mal so. Okay, dann haben wir da natürlich jetzt einiges. Oh, und da oben. Das werden wohl die nächsten sein, die wir machen. Da weiß ich halt nicht. Da könnte ich maximal Sprengstoff anbringen und gucken, ob das was bringt. Sonst wüsste ich halt nicht, was ich damit machen soll. So. Parken hier. Schön, wie es ist. Mit dem tollen Ausblick. Darauf. Haha. Es ist toll. So, rein in die Hütte. So, handlicher Schaber, bitte. Was haben wir denn jetzt neu? Rindfleischpellet. Synthetischer Dünger zweimal. Biokraftstoff, der indirekt aus den synthetischen Kuh gewonnen wird. Es ist ein Produkt der natürlichen Verarbeitung Pflanzenlebensmittel, minimaler Zugang, ja, ja. Es ist die billigste und am wenigsten effiziente Brennstoff, der derzeit für die Beheizung von Industrieanlagen in abgelegenen Ecken der Galaxie verwendet wird. Lass mich raten, ich muss das irgendwann bauen. Sprengstoff. Okay. Zwei Rindfleischdosen, Elektronik und Batterie. Ja, okay. Sonst ist aber jetzt nicht wirklich was Neues. Nee, nicht so richtig. Ja. Machen wir uns gleich mal zwei. Bevor mir der wieder ausgeht. Wäre ja schade drum. Wisst ihr? Ach, das ist die Rindgranate. Sprengkörper aus der Dose, synthetischen Rindfleischs. Ja, braucht nur eine Dose, okay. Batterien, Uhr weg, eine Dose angesammelt. Gas entzündet sich in einem winzigen Punkt. Aha. Und dabei Kontaktverschluss entsteht, okay. Chemische Reaktion, Expedition der Dose, gefolgt von Verteilung brennenden Rindfleischmasse in alle Richtungen. Boah. Rindfleischverteilung in alle Richtungen. Das ist genau das, was wir lieben. So. Das behalten wir. Das behalten wir. Halt. Den Rückenkratzer brauche ich nicht. Den Alkohol brauche ich auch nicht. Ja. Behälter voll. Wir sind gerade erstmal ein bisschen sporadisch, was das angeht. Ich muss mir dann noch irgendwann mal zwischendurch auch wieder offscreen natürlich die Zeit gönnen und dann sortiere ich das mal durch. Damit das alles mal so ein bisschen sortiert ist. Sonst werde ich mich beim Bauen immer wahrscheinlich ein wenig dumm und dusselig suchen. So. Zum Glück haben wir hier noch eine. Honig. Ach so, und der Koffer. Das Schöne ist, dass tatsächlich diese Sammlung Inventar und das normale Inventar für irgendwelche Gegenstände, Ressourcen und sonst irgendwas komplett getrennt sind. Selbst in den Kisten. Das finde ich mega. Das ist sehr gut. So hat man auch nicht die Prämisse, dass man sich denkt, na, nehme ich das mit oder nehme ich das nicht mit, weil Ressourcen wären mir ja eigentlich lieber. Aber nein, im normalen Inventar hier und selbst in den Kisten ist das getrennt voneinander. Ich habe die Tasche umgeworfen. Das ist noch nicht so optimal. Ich hoffe, dass alles, was nicht so optimal ist, wird Breath Edge 2 besser machen. So. Aber es ist soweit. Wir sind wieder mal am Folgenende. So. Schöne Kulisse. Schwuppdiwupp. Ah nein, heute gucken wir mal ins Brennende. Also ich nehme an, dass das sowas wie Lava ist. Also auf jeden Fall irgendwas Heißes.
Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen dabei sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir uns nach da oben begeben und uns das mal anschauen. Dann nochmal vielen Dank, bis dann und ciao, ciao. プレイステーション。